So, ich begrüße euch recht herzlich zu dieser Sendung. Und ja, ich habe es euch ja versprochen, ich wollte euch ein bisschen Einblick, wir brauchten natürlich ein bisschen Zeit und wollen das ja auch nicht alles in einem Stück senden. Und ja, heute will ich euch ein bisschen was über My First Plant erzählen. Also das ist praktisch ein Unternehmen, die sich zum Ziel gesetzt haben, selbst Cannabis anzubauen, jetzt erstmal im CBD-Bereich in Österreich und in der Schweiz, daraus tolle Produkte zu fertigen und daraus dann auch noch einen Investment-Kanal zu machen. Das heißt, ja, dass man dort investieren kann in Pflanzen, mitverdienen kann und sogar sich sein eigenes Team bilden kann und dort auch noch Provision verdienen kann. Das ist so mal grundsätzlich das, was man oder was ich jetzt über My First Plant sagen würde. Und ich zeige euch jetzt mal, wie man eigentlich da reinkommt. Also relativ leicht natürlich, indem ich erstmal in meinem Browser, wenn ich einen Internetanschluss habe, das hilft immer, myfirstplant.eu. Ja, dann kommt man auch schon auf die Seite, wie ihr seht. Recht freundliche, helle Seite. Die bekommen allerdings jetzt auch noch mal einen neuen Auftritt. Ich weiß jetzt gar nicht, ob nur für die Internetseite oder ob das nur für dieses für das Teil gilt, wo man dann reinkommt, wenn wir uns einloggen. Aber die Internetseite ist auf jeden Fall freundlich. Man kriegt schon mal einiges erklärt. Man kann da durchblättern. Ja, und ich zeige euch jetzt, ich bin ja schon eingeloggt. Kurz zur Erklärung, es gibt also bei My First Plant oft auch so Aktionen und da habe ich mir vor kurzer Zeit dann auch bei dieser Aktion mitgemacht mit zwei Outdoor-Pflanzen und habe mir vor längerem eine Indoor-Pflanze geholt. Genau. Und so, jetzt loggen wir uns hier ein. Also ganz normal, ihr registriert euch dort und mit E-Mail und dann kriegt ihr eine Bestätigungs-E-Mail und könnt euch dann ganz normal mit Benutzername, also mit E-Mail-Adresse und Benutzername einloggen. Ja, und das ist dann das Dashboard, was ihr seht. Da sind wir dann jetzt drin. Oben wird euch immer euer Link angezeigt, euer Backlink sozusagen. Wenn ihr jetzt Teammitglieder werben wollt, dann könnt ihr oben mit diesem Link, bei mir steht jetzt da Hemp Jesus, werben. Also damit könntet ihr dann wieder irgendwo die Links verschicken, dass sich die Leute dann in dein Team registrieren. Ja, und bei mir seht ihr jetzt auch schon, also oben seht ihr bei My Plants, ich gehe mal mit dem Stift hin, seht ihr dann online allerdings nicht, da steht My Plants Indoor 1 und Outdoor 2, wie ich euch gesagt hatte. Ja, und dann sind dann auch immer so Aktionen mit Datum, das seht ihr eigentlich immer direkt auf dem Dashboard. Und ja, da sehe ich 160 Euro da oben. Und das kann ich euch auch erklären. Ich mache das ja ziemlich transparent hier für euch. Ich habe ja keine Geheimnisse. Ich habe ja schon, wir haben eine Telegram-Gruppe, wo wir so ein bisschen informieren. Und ich habe ja schon ein, zwei Videos gemacht. Und ja, dadurch, dass da schon ein, zwei, drei Leute auch was gekauft haben und investiert haben, habe ich schon eine Provision erhalten. Und die seht ihr hier. So, wenn man hier unten auf Dashboard und Transaktion klickt, da sieht man eigentlich dann genaueres. Da sieht man jetzt, mein Euro-Wallet ist 160 Euro, was noch offen wäre oder wie auch immer. Und hier steht es auch, ich mache jetzt mal auf Deutsch, du besitzt 160 in deinem Wallet, verfügbar zum Auszahlen. Ja? So, und da sieht man halt, zweimal eine Provision von 40 und einmal eine Provision von 80 Euro und da sieht man meine Bestellung und das ist es eigentlich auch schon, was man hier sieht und mehr gibt es eigentlich bei My First Plant da gar nicht zu erklären. Wie gesagt, die haben jetzt bald ein neues Dashboard, die bauen das gerade neu auf, dass da noch ein bisschen mehr Features drin sind und so, aber im Grunde genommen, du hast noch mein Profil, du kannst natürlich dort deine eigenen, das möchte ich aber jetzt hier gar nicht so einblenden, weil da persönliche Daten drin sind.
also Kontaktdaten, Bankdetails, deine Kryptoadresse und so weiter, auch für Auszahlungen. Du kannst in den Shop, du kannst dort auch Gutscheine bekommen, kannst dort also auch selber einkaufen, CBD-Öle und so weiter, was die dort im Shop haben. Ja? Da müsst ihr euch mal umschauen. Wir haben eigentlich schon ein reichhaltiges Angebot von Hanftee über Salben und ja, Blütenöle. Also da ist schon einiges dabei. Ja, unten gibt es natürlich noch einen Support, Informationen und Verkurs für die, die jetzt noch gar nicht durchblicken oder dann noch irgendwelche Fragen haben. Ja, und wo wir aber jetzt schon dabei sind und ich euch hier habe, zeige ich euch noch kurz was anderes. Und zwar, wenn man in der Gruppe ist, man kann natürlich auch in die offizielle Gruppe von My First Plant, die haben auch bei Telegram eine Gruppe. So, und zwar haben die, das sieht man hier auch noch, ein Breaking News, nennen die das, also ein neues Modell. Das nennt sich Indoor 2. Das heißt, da kostet die Pflanze 500 Euro und hat halt ein anderes Preismodell. Das kann ich euch gleich mal ganz kurz zeigen. Das ist aber wohl ab dem 15. März, genau. Dann gibt es ab dem 15. März steigt der Preis von, das war jetzt Indoor 2, und von Indoor 1 steigt der Preis von 800 auf 900 Euro. Erkläre ich euch aber auch. Viele sagen jetzt, wow. Aber das hat alles natürlich auch seinen Grund und lohnt sich im Endeffekt schon, wie ihr sehen werdet. Und dann machen die natürlich noch eine oft so kleine Aktion, also letzte Outdoor-Pflanzen-Aktion für 2022 zum Beispiel bis zum 15. März, also 9.000 Stück insgesamt. Und die kriegt man für 70 Euro, maximal allerdings 10 Stück pro Account. So. Und ja, und hier erklärt man so ein bisschen auch das Pflanzenmodell, damit ihr auch das nochmal so ein bisschen seht. Also zum Beispiel alle 120 Tage kann man 80 bis 100 Gramm pro Pflanze ernten und es gibt circa 1 Euro pro Gramm. Also das heißt, die Ernteerträge bei Indoor 1 sind 80 bis 100 Gramm pro Ernte und die Ernteerträge bei Indoor 2 sind 40 bis 50 Gramm pro Ernte. Deswegen auch der Preisunterschied. Ende Outdoor ist einmal im Jahr und zwar im Juni wird angebaut und die Ernte ist dann im Oktober. Und dort gibt es ungefähr 100 bis 170 Gramm pro Pflanze, auch bei 1 Euro pro Gramm Rendite. Das ist eigentlich das, was ich jetzt mal hier so auf die Schnelle berichten kann und ich hoffe, sonst wird es auch, glaube ich, zu viel für euch. Wichtig ist auf jeden Fall zu sagen, dass man das innerhalb von 1 bis 2 Jahren schon raus hat und dann weiterhin Gewinn schöpfen kann. Ja, und das ist, glaube ich, auch der Grund, warum die Preise ein bisschen höher sind, wie vielleicht bei Konkurrenzanbietern, die sowas Ähnliches machen. Ja, ich hoffe, ich konnte euch hier ein bisschen Einblick in My First Plant geben. Und wenn ihr noch Fragen habt, dann schreibt das bitte in die Kommentare. Wäre wichtig zu wissen und vielleicht können es auch oder mögen das auch andere mitbeantworten. Es gibt da mal viele, die zweifeln und darf man natürlich auch. Ich möchte das hier keinem aufdrängen. Das ist wie ich sag jetzt mal, wie Aktien oder wie andere Sachen auch, wo ich denke, macht euch darüber Gedanken. Schaut, ob ihr das investieren mögt. Ich sage mal, es ist eine gute Möglichkeit, um zu investieren. Mehr als ich von der Bank kriegen würde. Und ja. Ich wünsche euch in diesem Sinne eine gute Zeit, bleibt gesund und wir sehen uns. Bis dahin, bis die Tage. Baba. So, da muss ich jetzt mal hier mein Konto verifizieren.